Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei meinem Vortrag zum Thema 6 mal 9 gleich 42, meine Suche nach der Weltformel. Ein merkwürdiger Titel. Ich fange mal damit an zu erklären, worum es hier eigentlich, woher dieser Titel kommt. Das ist ein Zitat aus dem Roman Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams, eine Science-Fiction-Parodie. Und dort stellen Philosophen einem Computer die Frage, was ist die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem? Der Computer rechnet 7,5 Millionen Jahre lang und antwortet dann 42. Davon sind die Philosophen nicht unbedingt begeistert und der Computer erklärt ihnen dann, das Problem ist, dass euch nie richtig klar war, wie eigentlich die Frage lautet. Daraufhin bauen dann die Philosophen einen noch viel größeren Computer. Und gut, jetzt spoilere ich ein wenig den Inhalt des Romans, beziehungsweise auch der Filme. Am Ende des zweiten Buches taucht dann auch die Frage auf und sie lautet, wie viel ist 6 mal 9? Daraufhin bemerkt dann die Hauptperson, ich habe es immer gesagt, am Universum wäre grundsätzlich was faul. Damit endet Band 2 der fünfteiligen Trilogie. Hier geht es um Physik. Und da ist meine Frage ein bisschen bescheidener und sie lautet, wie lauten die Naturgesetze? Das ist das, womit sich die Physik befasst. Und der aktuelle Stand der Forschung lautet, wir haben eine Theorie, die alles im Großen erklärt. Das ist die allgemeine Relativitätstheorie. Die erklärt also das Universum als Ganzes oder schwarze Löcher und vergleichbar große Dinge. Und eben die Quantenfeldtheorie, die erklärt das Universum im Kleinen, also die kleinsten Teilchen des Universums, Quarks, Leptonen oder auch das Higgs-Boson fällt in diesen Bereich. Beide Theorien beschreiben mittelgroße Gegenstände, also zum Beispiel eine Mikrobe oder auch ein Planeten. Das ist aus Sicht beider Theorien irgendwie so mittelgroß. Und da kann man sich also eine der beiden Theorien aussuchen, wenn man mittelgroße Gegenstände beschreiben möchte, denn beide enthalten sie die sogenannte klassische Physik. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum kann man denn nicht beide Theorien gemeinsam nutzen? Das ist ja bekanntermaßen irgendwie noch nicht gelungen. Man kriegt diese beiden Theorien nicht zusammen. Ist bekannt. Und wenn man da mal jemanden fragt, der sich damit auskennt, lautet die Antwort, die Quantisierung der Gravitation führt zu nicht renormierbaren Divergenzen. Aha, was soll das heißen? Und worin genau besteht denn jetzt dieser unüberwindbare Widerspruch? Ich habe Physik studiert und habe die Frage mehreren Leuten auch gestellt und so eine wirklich befriedigende Antwort habe ich nicht bekommen können. Das heißt, in dem Jahr, als ich 42 wurde, habe ich dann beschlossen, ich will das jetzt selber herausfinden. Ich möchte wissen, worin eigentlich das Problem besteht. Wie lautet denn eigentlich die Frage? Und meine Vorgehensweise dabei ist, ich versuche jetzt einfach mal, die beiden Theorien zu vereinigen. Dann werde ich ja sehen, ab welcher Stelle ich nicht weiterkomme, an welcher Stelle ich in eine Sackgasse gerate. Ja, und davon, was ich dabei herausgefunden habe, möchte ich heute erzählen. Und das heißt aber, ich muss tatsächlich die gesamte Physik in diesem Vortrag zusammenfassen. Ich habe ihn angelegt auf etwa eine Stunde. Ich werde also heute die ganze Physik erklären von der klassischen Physik über die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie und dann auch die gesamte Quantenphysik bis hin zur Quantenfeldtheorie. Und danach können wir uns überhaupt erstmal mit der Frage befassen, was ist eigentlich Quantengravitation und worin besteht das Problem? Und dann kann ich auch erzählen, was ich selbst herausgefunden habe und wie es vielleicht mit meinen Forschungsarbeiten jetzt hiernach weitergeht. So, damit fangen wir an. Im alten Griechenland. Damals hat Aristoteles als einer der ersten überhaupt die Frage gestellt, wie funktioniert eigentlich Bewegung? Warum fällt ein Gegenstand zu Boden? Aber Feuer strebt nach oben, Luft strebt nach oben, Wasser und Erde nach unten. Ja, seine Erklärung waren, das waren die verschiedenen Elemente, aus denen alles besteht. Und ein Vogel kann zum Beispiel deswegen fliegen, weil seine Federn einen hohen Anteil des Elementes Luft enthalten. Ja, mit dieser Theorie kann man also die Bewegung auf der Erde mehr oder weniger gut erklären. Und es gibt aber noch mehr Bewegung. Wenn man nämlich nach oben guckt in den Himmel, dann sieht man da die Sterne um die Erde kreisen oder auch Sonne und Mond. Und die Erklärung von Aristoteles war, das ist etwas völlig anderes. Das ist ein anderes Element. Also diese Elemente bestehen nicht aus
Feuer, Wasser, Erde und Luft, die Himmelsobjekte, sondern aus einem fünften Element, Quintessenz, auch Äther genannt. Und was aus diesem Äther besteht, vollzieht eben Kreisbahnen. Es dauerte über 2000 Jahre, bis jemand es geschafft hat, diesen Widerspruch, dass also Himmelsobjekte sich ganz anders bewegen als irdische Objekte, bis jemand es geschafft hat, diesen Widerspruch aufzulösen. Das gelang Newton. 1686 hat er in seinen mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie beschrieben, dass beides tatsächlich dasselbe ist. Also das Fallen eines Gegenstandes auf den Erdboden und das Kreisen des Mondes um die Erde ist tatsächlich dasselbe, nämlich eine Folge der Gravitation. Hier sehen wir das Newtonsche Gravitationsgesetz. Keine Sorge, Sie müssen jetzt nicht alle diese Formeln verstehen und auswendig lernen, außer Sie studieren bei uns, dann müssen Sie das. Die Gravitation hängt nur ab vom Abstand der beiden Gegenstände, die sich da gegenseitig anziehen, und von den beiden Massen, und das ist hier die sogenannte Gravitationskonstante, aber wichtig ist halt, es hängt vom Abstand ab. Und hier links sehen wir eine Kraft, und Newton hat damit jetzt ausgerechnet, wie sich Gegenstände bewegen. Und dafür hat er eine ganz neue Rechentechnik entwickelt, die sogenannte Differentialgleichung. Eine Differentialgleichung bedeutet, wie es jetzt ist, sagt uns, wie es sich ändert. Hier sehen wir einen wichtigen Spezialfall der Newtonschen Bewegungsgleichung, Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Beschleunigung sagt, wie sich die Geschwindigkeit ändert. Geschwindigkeit sagt, wie sich der Ort ändert. Also wie es jetzt ist, nämlich die Kraft sagt, wie es sich ändert. Newton hatte dann große Mühen, diese Differentialgleichung zu lösen mit Papier und Bleistift. Klar, er hatte das Verfahren ja gerade erst erfunden. Heutzutage haben wir es zum Glück sehr viel einfacher. Ich kann einfach meinem Computer sagen, löse mir diese Differentialgleichung. Und das mache ich jetzt mal. So, hier sehen wir die Simulation eines Balles, der auf einem Turm liegt. Wenn ich den jetzt runterstupse, dann fliegt er in diesem charakteristischen Bogen zur Seite. Das ist die sogenannte Wurfparabel eines geworfenen Gegenstands auf der Erde. Das hat der Computer jetzt berechnet anhand der Differentialgleichung, die wir gerade gesehen haben. Und ich kann jetzt hingehen und den Turm ein bisschen höher bauen, sodass da zum Beispiel die Erdkrümmung schon eine Rolle spielt. Und der Ball fällt wieder sehr ähnlich dort herunter und beschreibt wieder im Wesentlichen eine Parabel. Nicht ganz, aber doch so ähnlich. Ich kann den Turm auch noch höher bauen. Wenn ich jetzt genügend stupse, kann ich mit dem Ball Bereiche treffen, die sich hinter dem Horizont befinden. Also den Ball sozusagen um die Erde drumherum werfen. Wenn ich das Spielchen noch weiter treibe, dann kann ich ihn wirklich im wörtlichen Sinne um die Erde drumherum werfen. Also der geworfene Ball beschreibt jetzt eine elliptische Bahn um die Erde, eine Umlaufbahn. Er kommt immer wieder an den Punkt zurück, von dem aus ich ihn geworfen habe, und wird jetzt immer weiter um die Erde kreisen. Und wenn ich das jetzt genau im richtigen Abstand mit genau der richtigen Geschwindigkeit mache, habe ich eine kreisförmige Umlaufbahn eines Gegenstandes, zum Beispiel des Mondes, um die Erde. Und damit hat Newton gezeigt, dass das tatsächlich beides dasselbe ist. Bewegung auf der Erde und Bewegung am Himmel. Was gehört noch zur klassischen Physik? Ganz wichtig ist das Relativitätsprinzip von Galilei, 1632 aufgestellt. Stellen wir uns mal vor, wir befinden uns in einem Zug und da läuft ein Mensch durch die Gegend. Der hat es sehr eilig und geht mit 10 Kilometern pro Stunde in Fahrtrichtung nach vorne. Als jemand, der im Zug sitzt, sage ich, oh, der bewegt sich mit 10 Kilometern pro Stunde, ziemlich schnell. Jetzt bewegt sich aber auch noch der Zug mit 100 Kilometern pro Stunde durch die Gegend. Das heißt, ein Beobachter am Bahnhof wird jetzt sagen, der bewegt sich wohl mit 110 Kilometern pro Stunde am Bahnhof vorbei. Und der Mensch selber, der wird sagen, nee, ich bewege mich, also wenn ich nach draußen gucke, sehe ich, wie sich der Erdboden unter mir mit 110 Kilometern pro Stunde entfernt, nach hinten. Und alle drei haben recht. Das ist das Relativitätsprinzip, alles ist relativ. Ja, eigentlich ganz einfach. Jetzt gibt es nur ein Problem, nämlich das Licht. Das verhält sich nicht so. 1810 hat Arago als erster gemessen, dass
wenn ich mich von einem Stern wegbewege, müsste ja eigentlich das Licht langsamer bei mir ankommen. Oder wenn sich ein Stern auf die Erde zubewegt, oder ich mich mit der Erde auf den Stern zubewege, auf der Bahn um die Sonne, dann müsste das Licht ja eigentlich schneller sein. Er hat aber gemessen, es ist immer gleich schnell. Egal, was ich anstelle. Und das haben Michelson und Morley in dem berühmten Experiment von 1887 noch einmal mit einer ungeheuren Präzision noch mal nachgeprüft. Es ist tatsächlich so, das Licht ist immer gleich schnell, egal was ich mache, egal wie ich versuche, es zu beschleunigen. Licht im Vakuum, Licht durch Glas zum Beispiel ist langsamer, aber ich kriege es nicht schneller, egal was ich mache. Und das widerspricht der galileischen Relativitätstheorie. Eine Erklärung fand Einstein 1905 und er sagte, nee, wir haben uns nicht vermessen, das ist nicht falsch, was wir da gemessen haben. Was anderes ist falsch, nämlich unsere Vorstellungen von Raum und Zeit, die sind falsch. Ja, Raum und Zeit hängen vom Betrachter ab. Insbesondere, wenn man sich bewegt, vergeht die Zeit langsamer. Klingt zunächst mal unglaublich, aber es passte zusammen mit den Messungen und später hat man es auch wirklich direkt nachgemessen. 1971 zum Beispiel gab es das Haefele-Keating-Experiment. Die haben eine Atomuhr in ein Flugzeug gepackt, ließen das Flugzeug einmal rechtsrum, einmal linksrum um die Erde komplett drumherum fliegen und haben anschließend die Zeit auf der Atomuhr verglichen mit der Zeit auf einer zweiten Atomuhr, die am Boden geblieben war. Und die Atomuhr hat angezeigt, dass im Flugzeug in der gleichen Zeit eine 10.000.000stel Sekunde weniger Zeit vergangen ist als am Boden. Klingt zunächst mal unglaublich und ist ja auch viel zu wenig. Die haben sich bestimmt vermessen. Nee, Atomuhren sind so genau. Und tatsächlich ist das aus heutiger Sicht eine völlig normale Zeitspanne. Computer zum Beispiel rechnen heutzutage im Gigahertz-Bereich. Das heißt, ein Gigahertz ist eine Milliardstel Sekunde. Das heißt, ein Computer kann in dieser 10.000.000stel Sekunde kann er 100 Dinge tun. Ist also ganz klar nachmessbar. In der Raumstation ISS, die in 90 Minuten einmal die Erde komplett umkreist, ist der Effekt noch viel stärker. Da kann man es mit einer normalen Stoppuhr messen. Da vergehen nämlich in einem Jahr eine Hundertstel Sekunde weniger als auf der Erde. Das heißt, das scheint zu stimmen, was sich der Einstein da überlegt hat, um das merkwürdige Verhalten des Lichtes zu erklären. Und jetzt kann man hingehen und weiter damit rumrechnen und zum Beispiel feststellen, wenn man sich bewegt, vergeht die Zeit langsamer. Und wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bleibt die Zeit stehen. Und was passiert, wenn man sich noch schneller bewegt als das Licht? Dann läuft die Zeit rückwärts. Das ist aber ein Problem, nämlich eine Zeitreise in die Vergangenheit. Also wer zum Beispiel zurück in die Zukunft gesehen hat, weiß, was passieren kann, wenn man in die Vergangenheit reist und aus Versehen die Romanze der eigenen Eltern stört. Das könnte zum Beispiel die Chancen auf die eigene Geburt verringern. Das heißt, eine Zeitreise in die Vergangenheit kann zu Paradoxa führen. Ja, und die Bewegung mit Überlichtgeschwindigkeit ist eine Reise in die Vergangenheit. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich mit Überlichtgeschwindigkeit bewege, lande ich in der Vergangenheit und das ergibt eben Probleme. Das Gleiche gilt auch dann, wenn sich kein Gegenstand oder ein Mensch bewegt, sondern wenn ich einfach nur Informationen rüberschicke. Zum Beispiel, wenn ich meinem Vater jetzt die Information zukommen ließe, Finger weg von dieser Frau oder so, könnte das zu Problemen führen. Informationen oder erst recht Gegenstände dürfen sich höchstens mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, sonst landet man in der Vergangenheit. Das gibt Probleme. Aber was passiert denn nun, wenn ich mich mit einem Zug bewege, der sich bereits mit 75% der Lichtgeschwindigkeit bewegt und jetzt renne ich in dem Zug mit nochmal 75% der Lichtgeschwindigkeit nach vorne. Dann müsste ich ja vom Bahnhof aus betrachtet anderthalbfache Lichtgeschwindigkeit haben. Habe ich aber nicht, kann man nachmessen. Also man kann es ausrechnen, aber man kann es insbesondere auch nachmessen, dass von außen gesehen sich der Mensch in dem Zug dann nur in Anführungszeichen mit 96% der Lichtgeschwindigkeit bewegt und auf keinen Fall die Lichtgeschwindigkeit überschreiten kann. Das ist eben ein Messwert. Also die Natur ist so, ob wir das jetzt verstehen oder nicht. Unser Gehirn ist natürlich nicht dafür gebaut, das zu verstehen. Aber wir können es ausrechnen. Jetzt haben wir aber ein Problem mit Newton. Nämlich die Gravitation, die Kraft, die auf mich wirkt, zum Beispiel von der Sonne aus, die hängt ja nur vom Abstand ab. Wenn jetzt also die Sonne sich plötzlich um einen Meter vor oder zurück bewegt,
müsste sofort verzögerungsfrei sich die Gravitation, die auf mich wirkt, ändern. Das darf aber nicht sein, denn das würde ja dann sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Das heißt, wir brauchen eine neue Theorie der Gravitation und das ist die allgemeine Relativitätstheorie. Ebenfalls von Einstein entwickelt. Die spezielle Relativitätstheorie plus Gravitation ergibt die allgemeine Relativitätstheorie. Und wie kommen wir da jetzt ran? Einstein bedient sich hier des sogenannten Äquivalenzprinzips, dass die Trägemasse gleich der schweren Masse ist. So, was heißt das, Trägemasse gleich schwere Masse? Wenn man zum Beispiel mit einem Flugzeug startet und das schnell beschleunigt, dann fühlt man sich in den Sitz gepresst durch die Beschleunigung. Also Trägemasse gleich schwere Masse. Beschleunigung fühlt sich an wie Gravitation. Das macht man sich auch zunutze in Flugsimulatoren zum Beispiel. Indem ich den Simulator schräg stelle, also die Nase anhebe, fühle ich mich als Insasse des Simulators in den Sitz gepresst. Ich habe also das Gefühl, dass jetzt das Flugzeug beschleunigt. Und jetzt kommt Einstein und sagt, das fühlt sich nicht nur gleich an, das ist tatsächlich dasselbe. Das ist eben dieses sogenannte Äquivalenzprinzip. Und das hat enorme Konsequenzen. Nämlich, wenn ich mich kräftefrei bewege, also wenn ich in einem Auto geradeaus fahre, dann spüre ich, dass ich nicht um eine Kurve fahre, denn die Kurve würde ich ja spüren. Das heißt, indem ich mich geradeaus bewege, ist das kräftefrei. Oder umgekehrt, was kräftefrei sich bewegt, fährt geradeaus. Jetzt haben wir aber Umlaufbahnen, da gilt Schwerelosigkeit und das ist auch kräftefrei. Dann müsste man sich doch eigentlich geradeaus bewegen. Ja, tut man auch. Eine Umlaufbahn ist geradeaus. Sie ist aber geradeaus nicht in unserem normalen Raum, sondern in einer vierdimensionalen gekrümmten Raumzeit. Und die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit ist zunächst mal ein geometrischer Effekt, aber wir spüren sie als eine Kraft, als Gravitation. Wie kann man sich das denn nun wiederum vorstellen? So, stellen wir uns vor, wir befinden uns auf einer riesengroßen Kugel, auf der Oberfläche einer riesengroßen Kugel. Und wir können diese Oberfläche auch nicht so ohne weiteres verlassen. Und jetzt starten wir zum Beispiel am Äquator zwei Flugzeuge genau Richtung Süden. Und die achten auch beide auf ihre Kurven, dass sie also keine Kurven fliegen. Sie werden sich natürlich am Südpol begegnen. Logisch, wenn sie nach Süden fliegen. Dann können sich die beiden Piloten verständigen und fragen, sag mal, hast du eine Kurve geflogen? Oder nee, ich auch nicht. Dann herrscht vielleicht zwischen unseren beiden Flugzeugen eine Anziehungskraft. Wir wissen es aber besser, das ist keine Anziehungskraft, das ist ein geometrischer Effekt. Das ist die Geometrie auf der Oberfläche einer Kugel. Und genauso funktioniert auch die Gravitation, nur dass es nicht die zweidimensionale gekrümmte Oberfläche einer Kugel ist, sondern die vierdimensionale gekrümmte Raumzeit. Kriegt man also sehr schnell einen Knoten ins Hirn. Man kann es aber auch alles nachrechnen und es stimmt erstaunlich genau. Hier sehen wir jetzt nochmal die Newtonschen Formeln. Was hat Einstein jetzt daran verbessert? Das Problem war ja diese normale Gleichung. Das da oben, die Differentialgleichung, die ist in Ordnung, da steckt die Zeit mit drin. Wie es jetzt ist, sagt, wie es sich ändert. Also ändert heißt Zeit. Das da sagt, wie es jetzt ist, sagt, wie es jetzt ist. Wir müssen also diese Gleichung durch eine Differentialgleichung ersetzen. Das hat Einstein gemacht und die Gleichung, die er gefunden hat, die nennen wir heute die Einsteinschen Feldgleichungen. Also hier ist Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Also hier ist sozusagen die Kraft, das ist Masse und an der Beschleunigung hat sich jetzt nicht so viel geändert. Aber diese zweite Gleichung sieht völlig anders aus. Für die Experten, das ist eine Differentialgleichung, weil hier die Ableitungen von dem G drin stecken. Sie müssen sich jetzt nicht alle merken, wie diese Gleichungen aussehen oder was das bedeutet. Es reicht, wenn Sie sich merken, ich mag Differentialgleichungen. Also ich finde die Dinger gut. Insbesondere eben, damit kann man jetzt die Gravitation berechnen, ohne dass man Schwierigkeiten mit der Lichtgeschwindigkeit bekommt. Das funktioniert jetzt also. Jetzt haben wir das also mathematisch beschrieben durch eine Gleichung. Dann, was können wir denn jetzt damit anfangen? Kann man da irgendwas mit berechnen zum Beispiel? Ja, und schon ein Jahr später hat nämlich Schwarzschild als erster die
Einsteinschen Feldgleichungen gelöst und herausgefunden, wie verhält sich das denn mit der Schwerkraft um einen Stern drumherum. Und dann hat er erstmal eine sehr, sehr gute Nachricht, nämlich wenn der Stern nicht zu stark ist, also unsere Sonne zum Beispiel ist viel zu klein für sowas, dann verhält sich das fast genau wie bei Newton. Mit kleinen Änderungen, die kann man aber nachmessen, die stimmen, die Änderungen. Das ist schon mal gut. Aber was passiert, wenn der Stern jetzt ein bisschen schwerer ist als unsere Sonne oder ein bisschen viel schwerer als unsere Sonne? Dann passieren ganz merkwürdige Sachen. Wenn man sich dann dem Stern auf den sogenannten Schwarzschildradius nähert, dann tauschen Raum und Zeit ihre Bedeutungen. Man stürzt auf den Stern und wenn man hier am Schwarzschildradius vorbei ist, dann ist die Sturzrichtung plötzlich die Zeitrichtung. Also der Sturz in das schwarze Loch, so nennt man einen Stern, der diese Eigenschaft hat. Der Sturz in das schwarze Loch wird zur neuen Zeit. Was vorher die Zeit war, wird zu ganz normalem Raum. Man könnte jetzt also ganz bequem in die Zukunft und die Vergangenheit reisen, bloß man hat nichts davon, weil man ja unweigerlich in das schwarze Loch hineinstürzt. Man kann nicht wieder raus, denn dafür müsste man ja rückwärts in der Zeit reisen. Man erreicht also irgendwann das Zentrum des schwarzen Lochs und da entsteht eine sogenannte Singularität in den Gleichungen. Die Formeln ergeben unendlich. Damit kann man nicht mehr vernünftig rechnen. Das heißt, hier endet die Aussagekraft der Theorie. Hier endet die allgemeine Relativitätstheorie. Da brauchen wir eine neue Theorie, wenn wir noch weiter rechnen wollen. Ja, da hat man also drauf geschaut auf diese Rechenergebnisse und erstmal gesagt, da haben wir uns irgendwo verrechnet. Das kann so ja gar nicht sein. Wir suchen jetzt also nach Fehlern in unseren Rechnungen. Wir suchen nach Fehlern in der allgemeinen Relativitätstheorie. Stattdessen fand man schwarze Löcher. '73 wurde dieses Objekt hier entdeckt, das heißt Cygnus X1. Es handelt sich um den unsichtbaren Begleiter eines blauen Riesensterns und der saugt diesen Stern auf und er ist extrem massiv, der wiegt 21 mal so viel wie unsere Sonne, aber er ist erschreckend klein und man kann heute ausrechnen, sein Schwarzschildradius beträgt 50 Kilometer. Das heißt, in diesem Ding mit Radius 50 Kilometern befindet sich 21 mal die Masse unserer Sonne. Und das ist, da bleibt nichts anderes übrig. Das kann nur ein schwarzes Loch sein. Inzwischen kennt man aber noch mehr schwarze Löcher. Zum Beispiel ein besonders großes befindet sich im Inneren unserer Milchstraße. Das heißt Sagittarius A Stern. Und im Jahr 2002 hat man sozusagen die letzten Zweifel beiseite geräumt, dass es sich um ein schwarzes Loch handelt. Man hat die Umlaufbahn eines Sterns ausgemessen mit dem fantasievollen Namen S2 und hat festgestellt, dass der in wenigen Monaten eine Kehrtwendung vollzogen hat. Also S2 ist deutlich schwerer als unsere Sonne, aber der wurde mal eben schnell rumgeschleudert, als wäre es ein Tischtennisball von einem Ding in der Mitte, das man nicht sehen kann. Und weil es eben so mächtig ist, kann das auch nur ein schwarzes Loch sein. Es hat 4,3 Millionen mal die Masse unserer Sonne, ist auch größer als 50 Kilometer. Es hat einen Schwarzschildradius von 22 Millionen Kilometern. Zum Vergleich, die Umlaufbahn der Erde um die Sonne hat einen Abstand von 150 Millionen Kilometer zwischen Erde und Sonne. Es gibt aber noch deutlich größere, zum Beispiel dieses hier. Dieses schwarze Loch wurde 2019 fotografiert. Es hat den Namen M87 Stern. 2019 wurde also dieses schwarze Loch fotografiert. Warum gerade das? Warum nicht Sagittarius A Stern? Das ist doch gleich um die Ecke. Oder Cygnus ist 1, das ist ja noch viel näher. Nee, das Ding ist 1000-mal so weit entfernt wie Sagittarius A Stern. Es ist aber auch 1000-mal so groß. Es hat die Masse von 6,5 Milliarden Sonnenmassen und einen Schwarzschildradius von 120 astronomischen Einheiten, also 120 mal den Durchmesser der Erdumlaufbahn. Es ist also deutlich größer als die Umlaufbahn des Pluto um die Sonne. Und man hat die ganze Erde zu einem riesengroßen Radioteleskop zusammengeschaltet, um dieses Foto machen zu können. Und das Ding ist eben so gewaltig groß, dass es von der Erde aus gesehen ungefähr gleich groß erscheint wie Sagittarius A Stern im Inneren unserer
eigenen Galaxis, während sich das hier eben in der weit entfernten Galaxis M87 befindet. Deswegen heißt es M87 Stern. Ja, was kann man jetzt noch mit diesen Einsteinschen Feldgleichungen ausrechnen? Zum Beispiel, man kann rückwärts in der Zeit rechnen, wie hat sich denn das Universum entwickelt? Wie ist das denn alles entstanden hier um uns herum? Und das führt uns an den sogenannten Urknall. Wenn man lange genug zurückrechnet in der Vergangenheit, kommt man an eine sogenannte Singularität wieder, dann kommt bei den Formeln unendlich raus. Das heißt, es gab eine Sekunde Null. Da kann man nicht weiter rückwärts rechnen. Ab der Stelle beginnt sozusagen die Zeit. Zumindest an der Stelle kann man mithilfe der allgemeinen Relativitätstheorie nicht weiter in die Vergangenheit rechnen. Dort ist unser Universum entstanden. Und bereits den Zustand eine tausendstel Sekunde nach dem Urknall kann man sehr, sehr gut mit der allgemeinen Relativitätstheorie berechnen. Also man kann mithilfe der allgemeinen Relativitätstheorie berechnen, wie das Universum entstanden ist. Es gibt aber auch Sachen, die man damit bisher nicht berechnen kann. Eins der ungelösten Rätsel ist die sogenannte dunkle Materie. Und ich versuche jetzt mal den Film einzuspielen, in der Hoffnung, dass der gleich sichtbar werden wird. So, jetzt sollte man aber zumindest die beiden Galaxien auf dem Desktop sehen, als Standbild. So, da sollten jetzt also zwei Galaxien zu sehen sein. Die sehen tatsächlich genau gleich aus, weil sie sich auch nicht bewegen. Das linke Bild ist berechnet mit Hilfe der allgemeinen Relativitätstheorie. Da dreht sich der Kern relativ schnell. Ich versuche das jetzt hier mit dem Cursor anzudeuten. Und die Sterne außenrum bewegen sich recht langsam, also so ganz gemächlich bewegen sie sich da außen herum. Das ist hier auch als Kurve aufgezeigt. In der Mitte sind die Sterne schnell und außen sind sie langsam. Das hat man berechnet mit Hilfe der allgemeinen Relativitätstheorie. Was man aber tatsächlich messen kann, ist ein ganz anderes Verhalten. Der Kern bewegt sich schnell und die außenrum bewegen sich gleich schnell wie der Kern. Also die Bahngeschwindigkeit der Sterne um den Kern ist außen genauso groß wie innen. Und das widerspricht der allgemeinen Relativitätstheorie. Das heißt, hier haben wir ein Rätsel unserer Zeit, das wir also heute noch nicht erklären können. Da muss irgendetwas sein. Und wir wissen nicht, was es ist, aber wir nennen es dunkle Materie. Es kann sein, dass es sich dabei wirklich um Materie handelt. Es gibt auch Theorien, die sagen, dass das Korrekturen an der allgemeinen Relativitätstheorie sind. Auf jeden Fall ist es eines der ungelösten physikalischen Rätsel unserer Zeit. So, damit wäre ich am Ende des ersten Teils meines Vortrags angelangt mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Die Aussage ist, Gravitation ist Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit und somit Geometrie. Dann haben wir auch schon Grenzen der Theorie kennengelernt, nämlich einmal die Entstehung des Universums, der Urknall, und zum anderen das Zentrum eines schwarzen Loches, wo dann Raum und Zeit einfach aufhören. Und die Theorie liefert dort unendlich. Da kann man also nicht weiterrechnen. Und eins der ungelösten Rätsel ist die dunkle Materie. Gibt es bis hierhin irgendwelche Fragen zum Verständnis, bevor wir uns jetzt um die kleinsten Teilchen des Universums bemühen? Wir dürfen jetzt also Fragen stellen. Das klingt jetzt nicht nach überwiegendem Fragenbedarf. Ich gehe jetzt also davon aus, dass das mit der allgemeinen Relativitätstheorie überall so angekommen ist. Dann verlassen wir jetzt das Größte des Universums und wenden uns den kleinsten Dimensionen des Universums zu. Und da starten wir auch wieder im antiken Griechenland, und zwar bei Demokrit. Demokrit hat circa 420 vor Christus beobachtet, dass wenn Dinge zerfallen, immer irgendetwas übrig bleibt. Also zum Beispiel, wenn ein Tier stirbt, dann zerfällt es ja zu Erde sozusagen und daraus können dann wieder Pflanzen wachsen. Und aus diesem niemals völligen Verschwinden schloss Demokrit, dass es etwas gibt, was nicht weiter teilbar ist, aus dem alles besteht. Und das nannte er in seiner Sprache unteilbar, auf Griechisch eben Atomos, und
Deswegen reden wir heute noch von Atomen, wenn wir von den kleinsten Teilchen der Materie reden. Von Demokrit stammt auch der Spruch, nur scheinbar hat ein Ding eine Farbe, nur scheinbar ist es süß oder bitter. In Wirklichkeit gibt es nur Atome und leeren Raum. Es dauerte über 2000 Jahre, bis es dann tatsächlich erste Hinweise gab, dass es diese Atome tatsächlich gibt. 1803 hat Dalton die Mengenverhältnisse in chemischen Reaktionen untersucht, also zum Beispiel, wenn ich Sauerstoff und Wasserstoff miteinander reagieren lasse, wie viel Wasser kriege ich dann? Und jetzt nehme ich mal ein bisschen zu viel Sauerstoff. Dann bleibt der zu viele Sauerstoff übrig. Das heißt, ich kann die chemische Reaktion immer nur mit gleichen Mengenverhältnissen hinkriegen. Und daraus schloss er eben, dass er diese Atome, also er sah das als Hinweis darauf, dass es diese Atome tatsächlich gibt. Er hat auch festgestellt, dass zum Beispiel ein Kohlenstoffatom sich entweder mit einem Sauerstoffatom verbinden kann oder auch mit zwei. Er hat also entdeckt, dass es das Kohlenmonoxid und das Kohlendioxid gibt. Es gibt also bestimmte Regeln, wie sich diese Atome zueinander verhalten, wie sie miteinander reagieren können und was da jeweils an Produkten bei entsteht. Diese Regeln wurden dann im Laufe der nächsten Jahrzehnte weiter untersucht und in den 1860er Jahren fanden dann viele Wissenschaftler ganz konkrete Zusammenhänge und Regeln zwischen diesen verschiedenen Atomen. Das gipfelte dann eben im Periodensystem der Elemente, das also bis heute Gültigkeit hat. Hier ist es jetzt in der heute gültigen Form hingeschrieben. Heute sind 118 verschiedene Atome bekannt und man kennt Regeln, wie sich diese Atome zueinander verhalten, was sich mit wem verbindet. Hier ganz rechts zum Beispiel sehen wir die Edelgase. Die sind chemisch sehr träge, die machen eigentlich gar nichts. Und direkt links daneben die Halogene, die sind sehr aggressiv. Damit kann man also Bleichmittel zum Beispiel herstellen. Und da steckt ein System dahinter. Und aus diesem System haben die Wissenschaftler damals bereits geschlossen, dass unsere sogenannten Atome tatsächlich gar nicht so unteilbar sind, sondern noch aus noch kleineren Bausteinen zusammengesetzt sind. Die ersten Hinweise auf Bestandteile der Atome fand man dann auch im 19. Jahrhundert. Zum Beispiel hat Thomson 1897 festgestellt, dass die sogenannten Kathodenstrahlen aus Teilchen bestehen müssen. Die Älteren unter uns, die wie ich noch mit Röhrenfernsehern Kontakt hatten, wissen, da ist so eine Glasröhre drin, da drin ist im Wesentlichen Vakuum. Man kann da zum Beispiel dieses Metallkreuz hineinstellen und jetzt legen wir eine Hochspannung an, dann gibt es diese charakteristischen Strahlen und dieses Metallkreuz erzeugt einen Schatten. Und daraus schloss Thomson, dass es da drin irgendwas gibt, was sich geradeaus bewegt. Sonst gäbe es halt keinen Schatten. Und er hat festgestellt, wenn ich jetzt einen Magneten da dran halte, dann wandert der Schatten. Dann bewegen sich die Teilchen anders auf einer gekrümmten Bahn. Ich nehme den Magneten nochmal weg. Dann ist der Schatten wieder oben. Wenn ich jetzt den Magneten wieder hinstelle, ist der Schatten unten. Also was auch immer das ist, es fliegt geradeaus und es reagiert auf Magnetfelder und es wirft einen Schatten. Und daraus schloss Thomson, dass es sich um Teilchen handelt, die wir heute Elektronen nennen. Sie hat dann auch überlegt, wo kommen denn die Elektronen her? Wir haben ja lediglich eine Spannung angelegt. Und ja, dann müssen die wohl schon in den Drähten drin gewesen sein. Das heißt, Thomson hat jetzt die Elektronen als einen Bestandteil der Atome identifiziert. Und daraus hat er dann das erste Atommodell gebaut. Das heißt auch Plum-Pudding-Modell, also das Pflaumenkuchen-Modell oder Rosinenkuchen-Modell. Das Atom ist eine riesengroße Wolke von Elektronen. Zum Beispiel ungefähr 1800 Elektronen braucht man, um ein Wasserstoffatom aufzuwiegen. Und die sind in so einer Art Sack drin, in einer masselosen Hintergrundladung. Die Elektronen sind negativ geladen, die Hintergrundladung positiv und damit hält das Ganze zusammen. Auch Thomson wusste, es ist ein sehr rudimentäres Modell, aber man konnte damit schon ein paar Dinge erklären. Zum Beispiel, dass Atome Energie aufnehmen können, dann könnten zum Beispiel die Elektronen in diesem Pflaumenkuchen anfangen, hin und her zu wackeln oder sie stehen halt still, dann ist eben keine Energie drin. Das Ganze wurde natürlich weiter untersucht. 1909 hat Rutherford, stark vereinfacht ausgedrückt, Atome miteinander
zusammenstoßen lassen und festgestellt, dass die meistens einfach durcheinander durch. Nur wenn man wirklich genau mittig traf, dann wurde etwas reflektiert und dann aber auch direkt sehr hart reflektiert. Das heißt, die Atome bestehen größtenteils aus leerem Raum und nur ganz in der Mitte befindet sich ein winziger Kern, der Atomkern, der auch die gesamte Masse praktisch enthält. Und daraus bastelte dann Rutherford das Rutherfordsche Atommodell. Der Kern ist positiv geladen, die Elektronen negativ, das heißt, die ziehen sich gegenseitig an. Und dann können die Elektronen um den Atomkern kreisen, ungefähr so wie Planeten um die Sonne kreisen. Das ist eigentlich ein sehr schönes Atommodell. Es hat noch einen weiteren Vorteil. Auch das kann nämlich wieder anzeigen, wie Energie gespeichert wird in einem Atom. Es gibt nämlich verschiedene hohe Bahnen. Auf dieser höheren Bahn hat das Elektron mehr Energie als auf dieser niedrigen Bahn. Und wenn es jetzt von der einen Bahn auf die niedrigere Bahn hüpft, gibt das Atom Energie ab und das geschieht in Form von Licht. Und die Fallhöhe bestimmt die Farbe. Wenn das jetzt nur eine ganz kleine Höhe ist, dann ist es rot. Wenn er ein bisschen weiter fällt, ist es zum Beispiel violett. Wenn er noch weiter fällt, ultraviolett oder Röntgenstrahlung. Wenn er nur ganz wenig runterfällt, dann ist es vielleicht Infrarot oder Radiowellen. Das lässt sich also sehr schön erklären. Es gibt allerdings eine wichtige Sache, die man damit nicht erklären kann, nämlich, wieso hört das Elektron an der Stelle denn überhaupt auf zu fallen? Wieso fällt es nicht weiter runter bis zum Kern? Wieso sind nicht alle Fallhöhen erlaubt? Denn wenn alle Fallhöhen erlaubt sind, heißt das, jeder Gegenstand kann jede beliebige Farbe in Gestalt von Licht abgeben. Das heißt, alles enthält jede Farbe, alles um uns herum ist weiß. Ist es aber nicht. Das heißt, irgendwas fehlt uns da noch in der Sammlung, um wirklich alles erklären zu können. 1913 fand dann Bohr so etwas wie eine Erklärung dazu. Er hat einfach postuliert, dass nur bestimmte Bahnen erlaubt sind. Hat eben gesagt, ist halt so. Nur bestimmte Bahnen sind erlaubt. Er hat dann auch mathematische Formeln aufgestellt, welche Bahnen erlaubt sind und welche nicht. Und damit konnte man jetzt tatsächlich die tatsächlichen Farben der Atome erklären. Das ist übrigens eine der vielen Bedeutungen des Wortes Quantisierung. Also die Bahnen der Elektronen um das Atom herum sind quantisiert. Soll heißen, nur bestimmte Bahnen sind erlaubt. Ja, was er nicht erklären konnte, warum? Warum sind nur bestimmte Bahnen erlaubt? Was soll das? Diese Erklärung wurde dann später gefunden durch eben den Aufbau der Quantentheorie. Schrödinger hat 1926 eine nach ihm benannte Gleichung aufgestellt, die diese in Anführungszeichen Bahnen der Elektronen um den Atomkern besser beschreibt als Ellipsen, nämlich als Wellen, die sich um den Kern drumherum legen. Hier rechts sehen wir also ein Elektron, das sich sehr bequem gemacht hat um den Kern herum, so als eine runde Wolke. Weiter links sehen wir eine Welle aus zwei Wellenbräuchen und zwei Wellentälern. Und hier unten sehen wir eine Welle aus vier Wellenbäuchen und vier Wellentälern, die sozusagen um den Atomkern herum kreist. Tatsächlich gibt es noch sehr viel kompliziertere Strukturen hier. Aber ja, das Ding hat wenig Energie, das Ding hat mehr Energie. Und wenn es jetzt von diesem Zustand in den anderen übergeht, dann entsteht Licht. Und da stellt sich jetzt auch gar nicht die Frage, warum die Bahnen quantisiert sind. Natürlich gibt es hier und dazwischen ja nicht noch was, es sei denn, wir können es mit der Gleichung berechnen. Und mit Hilfe dieser Schrödinger-Gleichung konnte man also wirklich die Eigenschaften der Atome sehr, sehr genau nachvollziehen. Also das, was man bereits gemessen hatte, prüfen und es stimmte. Und man konnte auch Dinge voraussagen und die stimmten auch, die konnte man nachmessen. Also ein ganz großer Erfolg. Hier sehen wir jetzt die mathematische Beschreibung der Welle und es ist mal wieder eine Differentialgleichung. Ich mag Differentialgleichungen. Links steht, wie es sich ändert, hängt davon ab, wie es jetzt im Moment ist. Also auch die Schrödinger-Gleichung ist eine Differentialgleichung und die beschreibt eben diese Wellen. Die kann man jetzt lösen, man kriegt halt was raus, was mit Experimenten auch übereinstimmt. Die hat aber ein Problem, die Schrödinger-Gleichung, nämlich sie erlaubt es grundsätzlich, dass sich eine Welle, also ein Elektron zum Beispiel, unendlich schnell bewegt. Und damit haben wir wieder ein Problem mit der speziellen Relativitätstheorie, die ja sagt, dass die Lichtgeschwindigkeit die Obergrenze ist. Also die Schrödinger-Gleichung und damit die Quantenmechanik widerspricht
der speziellen Relativitätstheorie. Was machen wir mit diesem Widerspruch? Nun, zwei Jahre später bereits hat Dirac den Widerspruch aufgelöst und die nach ihm benannte Dirac-Gleichung aufgestellt. Auch wieder eine Differentialgleichung, wie es jetzt ist, sagt, wie es sich ändert. Und diese Gleichung, die passt mit der speziellen Relativitätstheorie zusammen. Auch hier gilt jetzt die Lichtgeschwindigkeit als Obergrenze und man kann damit jetzt noch viel genauer voraus berechnen, wie sich Atome verhalten, kann das auch nachmessen. Und eine Sache, die man damit jetzt erklären konnte, war die sogenannte Hyperfeinstruktur. Wenn man Spektrallinien sehr, sehr genau misst, dann teilen sie sich alle noch einmal in zwei Linien auf. Er hat auch noch mehr vorausgesagt. Also diese Dirac-Gleichung hat vier Lösungen und zwei davon haben negative kinetische Energie. Was heißt das? Um sich kinetische Energie vorzustellen, setze ich mich mal gedanklich in mein Elektroauto und drücke das, nicht Gaspedal, sondern den Stromknopf voll durch und beschleunige jetzt so schnell ich kann. Und danach ist die Batterie leer, weil ich eben die kinetische Energie aus der Batterie entnehmen musste. Wenn es die kinetische Energie negativ ist, heißt das, ich drücke halt den Stromknopf voll durch, mein Elektroauto beschleunigt und dadurch wird die Batterie immer voller. Wäre zwar sehr schön, aber entspricht nicht der Realität. Also irgendwas stimmt nicht mit dieser Gleichung. Gut, jetzt könnte man sagen, habe ich mich halt verrechnet, könnte Dirac sagen. Stattdessen hat er gesagt, nee, das ist was Neues. Und zwar, das ist sogenannte Antimaterie. Diese Lösung mit negativer kinetischer Energie, die muss man betrachten als Löcher von Teilchen mit positiver kinetischer Energie. Die sausen dann als Loch durch die Gegend und verhalten sich in jeder Hinsicht so wie normale Materie, aber irgendwie umgekehrt. Also zum Beispiel ein Elektron ist negativ geladen und ein Antielektron müsste demnach positiv geladen sein. Nun, vier Jahre später wurde das tatsächlich entdeckt von Anderson. Der hat in der kosmischen Strahlung ein Teilchen entdeckt. Hier ist also das welterste Bild eines sogenannten Positrons. Es verhält sich in jeder Hinsicht wie ein Elektron, aber es ist nicht negativ geladen, sondern positiv geladen. Also ein grandioser Triumph für die Physik. Anderson hat es entdeckt und Dirac hatte es vorhergesagt. Perfekt, was will man mehr? So, damit können wir jetzt praktisch die gesamte Welt erklären. Wir selbst bestehen aus Atomen. Das heißt zwar unteilbar, aber tatsächlich bestehen sie aus einem Atomkern. Und Elektronen, die in irgendeiner Form, nämlich letztlich in Wellenform, um den Atomkern kreisen. Ich bin jetzt nicht darauf eingegangen, dass der Atomkern nochmal aus Protonen und Neutronen besteht. Das wurde auch im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts dann entdeckt. Gut, und dann gibt es ja noch das Positron. Das wurde 1932 von Anderson entdeckt. Damit ist jetzt aber auch gut. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Damit können wir jetzt die ganze Welt erklären. Ja, wäre ja schön. Also man bräuchte eigentlich noch sowas wie einen Klebstoff für den Atomkern, damit die Protonen und Neutronen zusammenhalten. Und das nennen wir das Pion und das Pion, das suchen wir jetzt. Stattdessen finden wir das Myon, 1936 entdeckt, ebenfalls von Anderson und ebenfalls in der kosmischen Strahlung. Das ist ein Ding, das sich ja so ähnlich verhält wie das Elektron, nur es ist deutlich schwerer und es zerfällt nach 2,2 Mikrosekunden. Also es ist nicht stabil wie das Elektron, sondern es fällt halt auseinander von alleine. Damit hatte man jetzt eigentlich nicht gerechnet. Was soll das? Das passt hier irgendwie nicht rein ins Bild. Aber eigentlich suchten wir ja das Pion. Das finden wir auch. Aber wir finden auch noch das Neutrino und wir finden das Kaon und das Sigma-Hyperon und das Lambda-Hyperon und alle möglichen Mesonen und so weiter. Und bis in die 1960er Jahre hinein hatte man dann über 100 von diesen sogenannten Elementarteilchen gefunden, den sogenannten Teilchenzoo. Ja. Das ist jetzt also eigentlich mehr, als wir wollten. Wir bräuchten ja eigentlich nur Atome und haben wir jetzt einen ganzen Teilchenzoo. Was machen wir jetzt damit? Erstmal, wir untersuchen, wie die sich alle zueinander verhalten. Reagieren die vielleicht miteinander und bilden dann neue Teilchen und sowas? Ja, es gibt Regeln, wie die sich zueinander verhalten. Und daraus kann man schon erahnen, vielleicht bestehen die ja auch wieder aus etwas noch kleinerem. Und das wurde dann tatsächlich in den 1960er Jahren gefunden. Einer der Hauptbeteiligten war Gell-Mann. 1964 hat er die sogenannte Quark-Hypothese aufgestellt. Und was wir hier jetzt sehen, das ist sozusagen der
ja, der Nachfolger in gewissem Sinne des Periodensystems. Das sind die kleinsten Teilchen des Universums. Es sind die Quarks, die Leptonen und dann noch die Wirkungsteilchen, darunter auch das Higgs-Boson. Man hat sie alle bereits gefunden und es gibt bis jetzt keinerlei Anzeichen, dass es noch etwas Kleineres geben könnte. Also man sucht zwar danach, das ist auch gut, dass man danach sucht, aber bis jetzt deutet alles darauf hin, dass diese Dinger hier wirklich die kleinsten Teilchen des Universums sind und das seit über 40 Jahren. Das war also damals, als man die Atome entdeckt hat, war relativ schnell klar, da muss noch was drin sein. Hier ist bis heute zumindest klar, das ist tatsächlich das Kleinste, was es gibt. Und aus diesen Dingern können wir jetzt die anderen Elementarteilchen alle zusammensetzen. Zum Beispiel Protonen und Neutronen können wir aus Upquarks und Downquarks zusammensetzen. Je nachdem, von dem einen nehmen wir zwei, von dem anderen nur eins, kommt entweder das eine oder das andere raus. Das Elektron ist eins von den Leptonen. Und das heißt aber auch, wir selbst bestehen nur aus diesen drei Teilchen. Alles andere findet man nur in der Höhenstrahlung oder in Teilchenbeschleunigern oder auch im Inneren der Sonne, aber jedenfalls nicht in unserem Alltag. Also das, diese Ecke da bestimmt unseren Alltag. Alles andere ist sehr interessant, aber nicht für unser Leben von Bedeutung. Ja, damit haben wir also das Standardmodell der Elementarteilchenphysik, das Standardmodell der Quantenfeldtheorie vor uns. Jetzt komme ich wieder als theoretischer Physiker und ich möchte immer alles ganz genau wissen. Wie rechnet man denn jetzt damit? Kann man damit jetzt wirklich ausrechnen, was sich mit wem zu was anderem zusammentut, wie sich das dann verhält und so weiter? Und ja, jetzt wünschen wir uns vielleicht wieder eine Differentialgleichung. Die kommt auch sozusagen, aber die wird sehr lang. Also das alles mit einer Differentialgleichung zu beschreiben, die wird sehr, sehr lang. Deswegen macht man eine Abkürzung, die sogenannte Lagrange-Dichte. Das ist eine ganz extreme Abkürzung für Differentialgleichungen, vereinfacht ausgedrückt. Und wenn ich das also in dieser Form massivst abkürze, dann bekomme ich diese nette kleine Formel. Was wir also hier sehen, ist die Formel, die die kleinsten Teilchen des Universums beschreibt. Quarks, Leptonen, Higgs-Bosonen ist alles da drin. Hier unten ist zum Beispiel das Higgs-Boson. Und das ist gut, dass das da ist, denn wenn das Higgs-Boson nicht da wäre, würde die Formel da unten weitergehen, dann wäre sie ungefähr doppelt so lang. Also das war eine ganz, ganz großartige Entdeckung. 2012 am LHC wurde das Higgs-Boson entdeckt und das ist gut, dass es entdeckt wurde. Das ist auch so lang genug. Was machen wir jetzt damit? Wie kann man jetzt damit irgendwelche, ja, berechnen, wie sich diese kleinsten Teilchen verhalten. Und ja, wie rechnet man damit? Man könnte es jetzt grundsätzlich umwandeln in eine Differentialgleichung, denn dafür ist es ja die Abkürzung. Ich habe hier mal als Beispiel noch eine andere Lagrange-Dichte hingeschrieben, nämlich die der allgemeinen Relativitätstheorie. Dann kann ich hier aus der Lagrange-Dichte die Einsteinschen Feldgleichungen ausrechnen. Also dafür sind Lagrange-Dichten sozusagen da. Man kann sie umwandeln in eine Differentialgleichung. Die wird dann allerdings mit dieser Lagrange-Dichte extrem lang und unübersichtlich. Und tatsächlich macht man das auch normalerweise nicht. Was macht man stattdessen? Stattdessen bedient man sich der sogenannten zeitgeordneten Störungstheorie. Das ist ein Näherungsverfahren, um mit dieser Monsterformel etwas Sinnvolles auszurechnen. Näherungsverfahren klingt jetzt so nach Ungenauigkeit. Nee, im Gegenteil, das ist tatsächlich die genaueste Theorie, die wir jemals hatten. Man kann damit auf 11 Nachkommastellen genau ausrechnen, wie sich Elektronen in Magnetfeldern verhalten, kann es anschließend nachmessen und die 11 Nachkommastellen stimmen präzise mit dem Messergebnis überein. Also wenn man zum Beispiel eine Zeit vorhersagen würde auf 3000 Jahre im Voraus, dann entspricht das einer Genauigkeit von unter einer Sekunde. Also extrem genau. Wenn ich so genau rechnen möchte, brauche ich sogenannte Feynman-Diagramme. Also ich überlege mir vorher, wie genau will ich es wissen. Wenn es mir so ungefähr reicht, dann reichen vielleicht zwei von diesen sogenannten Feynman-Diagrammen. Das sieht jetzt so aus wie Teilchen, die miteinander kollidieren. Tatsächlich ist es eine mathematische Kurzschrift für Integrale. Und mit zwei von diesen Dingern kann ich rudimentär beschreiben, was passiert, wenn zwei Elektronen zusammenstoßen oder auch ein Elektron und ein Positron. Hier zum Beispiel, das Positron ist ein Antiteilchen, deswegen bewegt es sich rückwärts gegen diesen Pfeil. Das Elektron bewegt sich so, dann stoßen sie hier zusammen.
zerstrahlen sich gegenseitig. Es entsteht ein Gammaquant, Gammastrahlung. Und aus der Gammastrahlung entsteht jetzt zum Beispiel ein Paar von einem Myon und einem Antimyon, das sich wieder entgegen der Pfeilrichtung bewegt. So, das ist also eine anschauliche Interpretation dieses Feynman-Diagramms. Tatsächlich steht es eben für ein Integral. Und wenn man jetzt nicht zwei nimmt, sondern 15.000 von diesen Diagrammen, kann man zum Beispiel auf 11 Nachkommastellen genau berechnen, wie sich Elektronen oder auch Myonen in einem Magnetfeld verhalten. Und da hat man neulich eben sehr interessante Messergebnisse gehabt, die man jetzt eben auf diese Weise überprüft. So, und das ist also die erfolgreichste physikalische Theorie, die wir jemals hatten. Und damit können wir jetzt also das Universum im Kleinen perfekt beschreiben. Und bis jetzt gibt es kein einziges Experiment, außer dem jetzt laufenden Myonenexperiment vielleicht, das dem allen widersprechen würde. Also ein Riesenerfolg für die theoretische Physik. So, und dann sind wir an der Stelle angelangt, wo wir das jetzt versuchen können, mit der Gravitation unter einen Hut zu bringen. Also wir haben einerseits das Standardmodell der Elementarteilchenphysik, der Quantenfeldtheorie, eine riesenlange Lagrange-Dichte, die eigentlich alleine bis da unten auf der Folie gehen würde. Und zum anderen haben wir die allgemeine Relativitätstheorie mit ihren Einsteinschen Feldgleichungen, einer Differentialgleichung. Wie kriegen wir das jetzt zusammen? Tatsächlich, das ist eigentlich sogar total einfach. Und zwar, ich beschreibe jetzt mal auch die allgemeine Relativitätstheorie durch eine Lagrange-Dichte. Und Lagrange-Dichten haben die angenehme Eigenschaft, ich darf sie einfach addieren. Und da steht sie, die Lagrange-Dichte der Quantengravitation. Sie ist sehr lang, vor allem diese drei Punkte sind sehr lang. Aber allgemeine Relativitätstheorie plus Quantenfeldtheorie gleich Quantengravitation. Und das ist seit den 1960er Jahren so bekannt. Wo ist also das Problem der Quantengravitation? Das Problem besteht darin, wenn ich jetzt versuche, die zeitgeordnete Störungstheorie, also sprich diese Feynman-Diagramme, auf diese gesamte Formel anzuwenden, dann funktioniert das ganz hervorragend dafür und überhaupt nicht dafür. Da kommt unendlich raus. Nun, da hinten kommt zwar auch unendlich raus, aber es gibt einen mathematischen Trick, wie man das unendlich sozusagen wieder einfangen kann, die sogenannte Renormierung. Der funktioniert hier aber nicht, da bleibt es bei unendlich. Und das sind die nicht renormierbaren Divergenzen, von denen man immer hört, wenn man fragt, wo eigentlich das Problem liegt, die Quantentheorie und die Quantenfeldtheorie und die allgemeine Relativitätstheorie zusammenzubringen. Das heißt, es ist nicht möglich, die Gravitation durch Feynman-Diagramme zu beschreiben, also durch Gravitonen, wie man sagen würde, also durch Teilchen, die die Gravitation vermitteln. Das sind diese nicht renormierbaren Divergenzen. So, jetzt möchte ich als theoretischer Physiker ja immer alles ganz genau wissen. Das heißt, ich stelle jetzt die Frage, ja, es klappt nicht, schön, ist das jetzt ein rein technisches Problem oder gibt es vielleicht einen grundlegenden Widerspruch, weshalb man das nicht kann? Und den möchte ich jetzt eben ergründen. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt gar keine Feynman-Diagramme benutzen, sondern stattdessen wir wandeln das alles um in eine Differentialgleichung? Die wird natürlich extrem lang, aber 15.000 Feynman-Diagramme ist jetzt auch nicht gerade kurz. Das heißt, probieren wir es doch einfach mal. Dann stoßen wir aber direkt auf das nächste Problem, nämlich die Beschreibung von Paarvernichtung und Paarerzeugung funktioniert bisher nur mit Feynman-Diagrammen oder mit anderen Methoden, die auch zeitgeordnete Störungstheorie verwenden, aber man braucht eben diese zeitgeordnete Störungstheorie und sobald ich die auf die Gravitation anwende, kommt unendlich raus. Was heißt, das funktioniert bisher nur mit? Da möchte ich natürlich auch wieder ganz genau drauf schauen. Was genau geht da schief? Ist das ein rein technisches Problem oder ist das ein grundlegender Widerspruch? Und damit kann ich jetzt meine persönliche Forschungsfrage formulieren. Also meine Frage nach der Frage lautet: Woran genau scheitert die Beschreibung von Paarvernichtung und Erzeugung durch eine Differentialgleichung? So, damit sind wir jetzt bei meinen eigenen Forschungsergebnissen angelangt. Um diese Frage zu erforschen, Moment. Also um dieser Frage nachzugehen, versuche ich doch einfach mal Paarvernichtung und Paarerzeugung durch eine Differentialgleichung zu beschreiben. Und dann sehe ich ja, was schief geht. Das schreibe ich dann halt mit und dann habe ich meine Frage nach der Frage beantwortet. Also ich will das jetzt ausprobieren. Ja, da stoße ich erstmal auf mathematische Hindernisse. Das heißt, ich muss erstmal ganz viel Mathematik üben. Habe ich also gemacht und
Ich behaupte, ich habe inzwischen die mathematischen Strukturen verstanden, die beim Aufstellen dieser Differentialgleichung auftreten. Tatsächlich bräuchte man die gar nicht so genau zu verstehen, wenn man mit Feynman-Diagrammen arbeiten möchte, denn die funktionieren auch rezeptartig. Ich will ja aber gerade was anderes machen als Feynman-Diagramm. Das heißt, ich habe mir diese mathematischen Strukturen sehr, sehr genau angeschaut. Und danach habe ich dann versucht, die Differentialgleichung aufzustellen. So, und jetzt kommt die große Frage, was genau ging schief? Am 5. Mai 2018 um 22.39 Uhr stand die Differentialgleichung vor mir. Also mein Versuch herauszufinden, warum man sie nicht aufstellen kann, ist gescheitert. Mein Scheitern ist gescheitert. Ich habe die Differentialgleichung aufgestellt. Damit hatte ich irgendwie nicht gerechnet. Also es scheint tatsächlich zu funktionieren. Ja gut, dann muss es ja an was anderem scheitern. Wahrscheinlich scheitert es also beim Lösen der Differentialgleichung. Da könnte zum Beispiel 0 rauskommen oder unendlich oder irgendwas anderes, womit wir nichts anfangen können. Also schauen wir doch mal, woran der Computer scheitert. Ich fürchte, im Moment wird er sogar wirklich scheitern. Ich versuche jetzt nochmal einen Film abzuspielen mit dem, was mein Computer aus dieser Differentialgleichung gemacht hat. Schade. Perfekt. So, also ich schalte jetzt auf die Folien und versuche jetzt den Film auf andere Weise rüberzubringen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wird dann halt kein Film, wird eine Reihe von Standbildern. Just a quick note in English, I tried to arrive at 1190, but I failed, it's 1195, sorry for that. So, hier sehen wir also das Standbild von gerade. Und ich gehe jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft. Na? So, ich lasse jetzt diese beiden Teilchen aufeinander sich zubewegen. Links sehen wir vereinfacht ausgedrückt ein Elektron. Tatsächlich ist es eine Vielteilchen-Wellenfunktion. Und rechts sehen wir sozusagen ein Positron. Und ich lasse die jetzt mal miteinander kollidieren. Jetzt überlappen die sich. Man sieht erstmal nicht allzu viel. Der Film ist noch nicht verlinkt. Ich werde ihn aber verlinken. Dann kann man sich den runterladen. Also das kriegen wir hin. So, jetzt haben sich also gerade das Elektron und das Positron berührt. Jetzt durchdringen die sich. Noch kann man sie erkennen, aber man sieht schon eine leichte blaue Leuchterscheinung. Das blaue Leuchten, das sind Gamma-Quanten, die dadurch entstanden sind, dass die Dinger sich gegenseitig durchdrungen haben. Es passiert aber noch mehr. Und zwar von dem Elektron und dem Positron ist nicht mehr allzu viel übrig. Wir sehen dieses Türkis und Rosa, das sind Gamma-Quanten. Und von dem Elektron und dem Positron sieht man nur noch winzige Reste hier und da. Das Allermeiste hat sich zerstrahlt und das ist die sogenannte Paarvernichtung. Ich habe jetzt mal die Gammastrahlen aus dem Bild entfernt. So, das war also eine Simulation von Paarvernichtung, gerechnet durch Lösen einer Differentialgleichung der Quantenfeldtheorie. Das war Paarvernichtung. Was ist mit Paarerzeugung? Was wir jetzt hier sehen, sind zwei Gamma-Quanten, die wir jetzt aufeinander loslassen, also letztlich zwei Lichtstrahlen,
oder Lichtwellen besser gesagt. Das kann ich mir jetzt ungefähr vorstellen wie zwei Steine, die ich ins Wasser geworfen habe. Hier entstehen also Wellen, die breiten sich aus, die Wellen, und irgendwann werden sie sich überlappen. So, jetzt überlappen sie sich, die Wellen, und man sieht eine kleine Leuchterscheinung da in der Mitte. Und diese Leuchterscheinung, das sind neu entstandene Elektronen und Positronen. Das heißt, was wir hier sehen, ist eine Simulation von Paarerzeugung, simuliert durch das Lösen einer Differentialgleichung der Quantenfeldtheorie. So, das heißt, ich habe also versucht, daran zu scheitern, die Differentialgleichung aufzustellen und zu lösen, und daran bin ich gescheitert. Es scheitert nämlich nicht, es funktioniert. Man kann Paarvernichtung und Paarerzeugung durch eine Differentialgleichung beschreiben. Und das ist zumindest aus meiner Sicht eine ganz große Sensation, die ich also heute erstmals hier der Öffentlichkeit kundtue. Und was bedeutet das? Was haben wir jetzt davon? Das ist also eine neue Methode, Vielteilchen-Quantenwellenfunktionen zu berechnen. Das ist eine von den vielen Bedeutungen von Quantisierung. Also ich habe sozusagen aus Versehen eine neue Quantisierungsmethode entwickelt, also sozusagen eine Alternative zu den Feynman-Diagrammen. Nun ja, es ist nicht wirklich eine Alternative zu den Feynman-Diagrammen, also noch nicht, denn ich rechne zwar ohne Feynman-Diagramme, ja, das funktioniert auch, aber die Genauigkeit ist natürlich weit von dem entfernt, was mit Feynman-Diagrammen möglich ist. Also 11 Nachkommastellen, ich wäre ja schon froh, wenn ich eine hätte. Ich kann bis jetzt rein qualitative Ergebnisse sagen, also dass es sich gegenseitig vernichtet, dass Teilchen erzeugt werden. Aber meine Aussagen darüber, wie viel da passiert, sind bis jetzt sehr rudimentär. Aber immerhin, es ist möglich, mithilfe einer Differentialgleichung Vielteilchen-Quanteneffekte zu beschreiben. Ja. Gut, was haben wir davon? Wir haben ja die Feynman-Diagramme, die funktionieren perfekt. Ja, aber nicht für Gravitation. Und meine Methode funktioniert auch, wenn wir die Gravitation mit dazu nehmen. Denn wie beschreibt man denn Gravitation? Durch die Einsteinschen Feldgleichungen. Das ist eine Differentialgleichung. Und jetzt, das war klar, dass man Relativitätstheorie durch eine Differentialgleichung beschreiben kann. Das ist völlig klar. Dass das auch für Paarvernichtung und Paarerzeugung geht, das war nicht klar. Es geht aber tatsächlich, und ich habe es eben hingekriegt und aus Versehen eine neue Quantisierungsmethode entwickelt. Und die ist eben kompatibel mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Und sogar noch mehr, sie ist auch kompatibel. Achso, ja, eins weniger. Und zwar, ich habe also jetzt eine Rechenmethode gefunden, wenn man die Quantengravitation untersuchen kann. Aber ich arbeite ohne Feynman-Diagramme. Das heißt, ich werde im klassischen Sinne keine Gravitonen berechnen können. Graviton heißt in der Sprache der zeitgeordneten Störungstheorie, dass ich eben die Gravitation durch Austauschteilchen beschreibe, die ich Gravitonen nenne, und die beschreibe ich durch Feynman-Diagramme, aber das tue ich ja gerade nicht. Das heißt, Gravitonen wird meine Simulation nicht zeigen können. Vielleicht kommt was Ähnliches heraus, was sich vielleicht sogar so verhält wie Gravitonen und sich vielleicht sogar irgendwann auch mal durch Feynman-Diagramme beschreiben lässt, aber so zunächst mal ist meine Methode ohne Gravitonen. Dafür kann ich damit aber eben die allgemeine Relativitätstheorie mit hinzunehmen, und da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ich kann aber noch mehr machen. Ich kann zum Beispiel das Ganze auch mit der nicht-kommutativen Geometrie zusammenbringen. Was ist denn das schon wieder? Nun, das ist sozusagen die Weltformel. Nicht-kommutative Geometrie wurde maßgeblich entwickelt von Alain Conne, einem französischen Mathematiker. Und es handelt sich dabei um eine konsequente Weiterentwicklung der allgemeinen Relativitätstheorie. Die allgemeine Relativitätstheorie sagt ja, Gravitation ist Geometrie, und die nicht-kommutative Geometrie sagt, alle Kräfte sind Geometrie. Nicht nur Gravitation, sondern auch die elektromagnetische Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung und die starke Wechselwirkung ist alles Geometrie, aber jetzt nicht auf einer gekrümmten Raumzeit einfach so, sondern wir haben noch zusätzliche Dimensionen, und zwar sogenannte diskrete Extradimensionen. Was kann man sich darunter vorstellen? Unsere bekannten Dimensionen, Länge, Breite, Höhe und auch die Zeit sind kontinuierlich.
Also da kann ich messen, nicht nur 1, 2, 3, sondern zum Beispiel auch 1,5, 1,7, 1,72. Das ist kontinuierlich und eine diskrete Dimension, die hat überhaupt nur ein paar Punkte. Zum Beispiel eine Extradimension von 4 Punkten bedeutet, dass ein Teilchen sich überhaupt nur an 4 verschiedenen Orten befinden kann. Und wenn wir das jetzt zusammen mit einem in Anführungszeichen normalen Universum betrachten, dann sieht das ungefähr so aus. Ich habe hier ein zweidimensionales gekrümmtes Universum mit einer zusätzlichen Extradimension, die aus 4 Punkten besteht. Gut, was nützt uns das? 1996 haben Chamsidain und Kon eine Formel aufgestellt, die so aussieht. Sie beschreibt ein Universum mit einer vierdimensionalen gekrümmten Raumzeit und 11 diskreten Extradimensionen. Für Experten, was wir hier sehen, sind die 3x3-Matrizen über den komplexen Zahlen. Die liefern aber nicht 9, sondern nur 8 Zusatzdimensionen. Das da sind die Hamiltonschen Quaternionen, also im Wesentlichen ein Vektor aus 2 komplexen Zahlen, und das sind die komplexen Zahlen selbst nochmal. Also hier sehen wir eine normale gekrümmte Raumzeit mit 11 Extradimensionen. Okay, und daraus kann man jetzt eine Lagrange-Dichte ausrechnen, und zwar diese hier. Die kennen wir aber. Das da ist die Lagrange-Dichte der allgemeinen Relativitätstheorie, und das da unten, einschließlich der 3 Punkte, das geht also noch ganz, ganz lange weiter, das ist präzise die Lagrange-Dichte des Standardmodells der Elementarteilchenphysik. Das heißt, aus dieser winzig kleinen Formel folgt beides. Daraus folgt sowohl die allgemeine Relativitätstheorie als auch das Standardmodell der Quantenfeldtheorie, und sie befinden sich gemeinsam in einer Formel. Das heißt, diese Formel beschreibt Quantengravitation. Da ist aber noch was übrig, nämlich dieses komische Zeugs hier. Was ist das denn? Das wissen wir nicht, was das ist. Ich habe da mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Es könnte eine Erklärung für die dunkle Materie sein. Also es gibt fortgeschrittene Theorien, also Weiterentwicklungen der Mondtheorie, also modifizierte newtonsche Dynamik. Da gibt es allgemein relativistische Weiterentwicklungen, die auch das Ballet-Cluster erklären können. Und ich sehe es als, also zumindest es lohnt sich da mal drauf zu gucken, ob man nicht vielleicht mit dieser Modifikation der allgemeinen Relativitätstheorie die dunkle Materie erklären könnte. Das wäre gleich die nächste Sensation. So, das heißt, diese Formel hier, die ist extrem leistungsfähig. Und sie ist seit 25 Jahren bekannt. Wieso haben Kon und die Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat, nicht längst den Nobelpreis? Sie haben die Quantengravitation hingeschrieben. Ja, aber das alles ist ja nicht quantisierbar. Was heißt das? Ja, die Lagrange-Dichte, die kennen wir auch seit den 1960er Jahren schon. Man kann nur nicht damit rechnen, weil das da kann man nur mit Feynman-Diagrammen ausrechnen und das da kann man nicht mit Feynman-Diagrammen ausrechnen. Beides zusammen mit der gleichen Methode ausrechnen geht nicht. Also es gibt keine Rechenmethode für eine Vielteilchen-Quantenwellenfunktion, mit der man diese Lagrange-Dichte untersuchen könnte. Doch jetzt gibt es die. Also mit meiner Methode sehe ich keine Hindernisse, wie man auch diese Lagrange-Dichte mit diesen Zusatztermen, wie man sagt, quantisiert, also als eine Vielteilchen-Quantenwellenfunktion berechnen könnte. So, damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt. Was haben wir denn gesehen? Wir können Paarvernichtung und Paarerzeugung jetzt erstmals durch eine Differentialgleichung beschreiben. Und damit haben wir eine neue Methode entwickelt, mit Vielteilchen Quantenwellenfunktionen umzugehen. Also eine neue Quantisierungsmethode habe ich entwickelt. Die geschieht ohne Feynman-Diagramme. Also ich benutze keine zeitgeordnete Störungstheorie, sondern löse direkt die Differentialgleichung, was zur Folge hat, dass ich auch keine Gravitonen im Sinne von Austauschteilchen sehen werde. Aber vielleicht sieht man ja sowas Ähnliches, das könnte man ja jetzt untersuchen. Meine neue Quantisierungsmethode ist kompatibel mit der allgemeinen Relativitätstheorie und auch mit der nicht-kommutativen Geometrie. Und damit ist diese Formel hier ein ganz heißer Kandidat für die Weltformel. Also beim Versuch herauszufinden, wieso es keine Weltformel gibt, habe ich sie aus Versehen gefunden und sie ist 25 Jahre alt und ich habe sie sozusagen quantisiert und damit bestätigt, dass es wirklich die Weltformel ist. Nun, ich kann hier viel erzählen an diesem Ort. Moment, ich spiele das mal eben auf.
Die Sekunde haben wir jetzt. Nanu, ah, da ist es. Nanu, ah, da ist es. So, an dieser URL, wenn Sie jetzt einmal Reload machen für diese URL, da kann man das alles nachlesen in Form von zwei wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Die eine ist 6 Seiten lang, die andere 110 Seiten, beide auf Englisch natürlich. Wer Physik studiert hat und die nicht-relativistische Quantentheorie und die spezielle Relativitätstheorie verstanden hat, hat gute Chancen, zumindest das längere von den beiden Papers zu verstehen. So, was kommt jetzt als nächstes? Wie kann es von hier aus weitergehen? Zunächst mal, mit dem, was ich da entwickelt habe, kann man jetzt natürlich auch noch mehr machen. Also mir ging es jetzt darum, es mit der allgemeinen Relativitätstheorie zusammenzubringen. Tatsächlich ist das aber eine Methode, mit der ich Elektronen und Positronen ziemlich genau berechnen kann. Das kann zum Beispiel auch in der Festkörperphysik sehr wertvoll sein, um zum Beispiel neue Materialien rechnerisch zu untersuchen und zum Beispiel vorauszuberechnen, wie muss ich an diesem Material jetzt was ändern, um bestimmte elektrische Eigenschaften zu erreichen. Und damit kann man dann zum Beispiel schnellere Computer bauen. Dann, ich habe eine, zumindest weil ich es feststellen konnte, neue Methode entwickelt, um überhaupt eine partielle Differentialgleichung zu lösen. Das hat auch innermathematisch ganz viele Anwendungsgebiete. Und ja, wenn man jetzt neue Arten von Differentialgleichungen damit rechnen kann, da kann man ziemlich viele neue Sachen mitmachen, von denen ich jetzt noch gar nichts ahnen kann. Also auch in der Konstruktion oder im Häuserbau oder sonst wo könnte das alles wertvoll werden. Für mich als theoretischen Physiker sind natürlich andere Sachen erstmal interessanter. Zum Beispiel, ich habe jetzt oft gesagt, man kann es mit der allgemeinen Relativitätstheorie kombinieren. Ja, kann man. Man muss es aber auch noch tun und das ist viel Arbeit. Ich zweifle nicht daran, dass es funktionieren wird, denn ich habe die Methode ja genauso konstruiert, dass sie geht. Also ich habe geschaut, das, von dem ich weiß, dass es mit der allgemeinen Relativitätstheorie funktioniert, wende ich jetzt auf die Quantentheorie an und gucke mal, wie weit ich komme. Ergebnis, ich komme durch. Das jetzt mit der allgemeinen Relativitätstheorie wirklich zusammenzubringen, sollte machbar sein, ist aber viel Arbeit. Ein bisschen mehr Bammel habe ich jetzt davor, das auf das vollständige Standardmodell zu erweitern. Einmal, weil es riesengroß ist. Die Lagrange-Dichte müsste ich in eine Differentialgleichung umwandeln. Die wird sehr, sehr lang. Ich habe ja hier bis jetzt nur Elektronen und Positronen berechnet. Ich möchte auch Myonen berechnen und Quarks und Higgs-Bosonen und so weiter. Da kann auch alles Mögliche schiefgehen. Auch da rechne ich eigentlich nur mit Fleißarbeit. Es kann aber sein, dass es für den Computer dermaßen viel Fleißarbeit wird, dass man es mit heutigen Computern gar nicht rechnen kann. Das wäre so das, was schlimmstenfalls passieren könnte. Aber dass es vom Konzept her möglich ist, da sehe ich eigentlich jetzt nichts, was schiefgehen könnte. Also am meisten Sorgen macht mir da noch das Higgs-Boson. Da braucht man eventuell neue Algorithmen oder man erschlägt es einfach durch Rechenleistung und dann kann es eben passieren, dass die Rechenleistung nicht reicht. Was kann man noch machen? Ja, man kann das Ganze jetzt natürlich auch auf die nicht-kommutative Geometrie anwenden und mal schauen, was denn da rauskommt, welche Art von Quantengravitation dadurch entsteht. Und vielleicht liefert ja dieser Ansatz eine Erklärung für eins unserer letzten großen Rätsel, nämlich die dunkle Materie. So, das war mein Vortrag. Ich bitte um Entschuldigung für die technischen Probleme. Ich hoffe, Sie konnten mich wenigstens alle gut hören und die Folien sehen. Das mit den Filmen hat nicht geklappt. Nächste Mal. Danke für die Teilnahme an diesem Lasttest für unsere Online-Lernplattform. Ja, und bedanke ich mich für Ihr Interesse, für Ihr Zuhören, für Ihr Kommen. Und ich stehe jetzt noch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Thank you.